Also Digga, was machen wir heute? Yo, Faim kommt gleich rüber und wir gehen zum Tonstudio zum Aufnehmen. Sein erster Song, der richtig geil aufgenommen wird. Hey, kommt der Flieger. Wow, klar? Alles gut. Bist du bereit? Ich bin bereit, Jungs, ich bin ready. Es wird abgerissen, Jungs. So alles auseinandergenommen. Worst case, jetzt springt der Motor nicht an. Wollen wir bei Netto halten oder wo wollen wir halten? Ach ja, dann Netto. Irgendwas ganz Kleines halt einfach. Wollt ihr auch was essen? Trinken irgendwas? Ich kann immer essen und trinken. Und Faim, bist du aufgeregt, ja? Geht schon. Ich hab alles gut geübt. Passt schon. Das krieg ich schon. Jetzt haben wir Saft getankt. Wollt ihr auch was? Ich weiß nicht, was machen wir? Wollen wir auch gleich was holen? Ja. Ja, passt alles nicht so zu meinem Fitness-Trip gerade, was hier ist. Ich will eigentlich eher später Mittagessen irgendwie. So, es sind nur noch 1 Kilometer, dann sind wir da. Kein Problem für dich, oder? Jo, was geht, mein Lieber? Was geht ab? Alles klar, wie geht's dir, Bro? Geht's? Ja? Wunderbar, easy. Rein. Okay, Mann, das ist fit. Hey, grüß dich. Wie geht's euch? Faxi. Wollt ihr das fit? Alles gut. Ja? Kennt ihr euch? Ja. Nein, kennt ihr, ne? Noch nicht. Also, du hast ihn schon mal gehört. Nein, nein, ich hab ihn gehört, ja. Ich kenn seine Stimme, aber ich kenn nicht die Person. Also, der Vibe und so ist sehr, sehr geil. Finde ich sehr cool. Kann man hier draufdrücken? Weiß ich mehr, ne? Oh, mach nochmal. Bild, wie schmeckt. Das ist okay. Da springt er quasi auf den ersten Beat wieder rüber. Damit machst du auch so übergehen und so einen Scheiß. Geil, Mann. Darf ich mal so machen? Mach. Ich habe wirklich zwei Lieder, dieses Camouflage und dieses andere. Ja. Das finde ich beide krass. Ja. Dieses Double Time und dieses Camouflage. Ja, ja. Weil mit den Apples. Also ich finde Double Time ist auch echt nice bei dir. Also es gibt viele, die es nicht so. Seitdem ich die Zahnspange jetzt habe, finde ich das auch nicht mehr so gut. Ja, scheiße. Oder wenn die draußen ist, als ob du einen Tiger aus dem Käfig lässt. War das Schiff? Nein, das war das nicht. Und jetzt quasi jetzt, ne, jetzt mit einem echten Beat sich langsam mit anfreunden. Also das heißt, so wie du hast ja irgendwie diesen Beat gefunden von Bands, was auch immer, Bandits und so. Jetzt musst du quasi von den Beats, die er hat, auch so eine Liebe entwickeln. Langfristig, wenn du, dann musst du über einen... Nee, nicht Street-Dings sein, sondern muss man ein richtiger Beat sein. Ich dachte, das machen wir so. Wir machen das jetzt auf dem Beat komplett, wir bearbeiten das, machen Feinschliff, bla 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 und so. Auf dem Beat und dann kriegen wir noch ein Beat. Und wenn du in der Zeit im Urlaub bist, dann das Jonas und ich, also ich dann halt einfach, ihr dann mir diese Wörter gebt und ich dann darauf auf seinem Beat dann einen Text schreibe. So habe ich das gedacht. Ja? Bands Beat heißt auf YouTube. Ich habe einen Kanal habe ich für Hooks. Da sind andere Effekte drin, weil ein Hook einfach anders rüberkommt als eine Strophe quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, ich fange mit dem Part an. Mit dem Part an, okay. Das wollte ich wissen. Kicke die Hits, machen den Chip immer nur wie zum Business. Jetzt bringen wir nur die Cut, jetzt wird das Game online und Ted, du dir das bringen zum Kick, sie will Kiss, doch schick. Red ich doch komisch, bei mir nicht. Komm mit Twitch an den Geos, ich aber komm zurück, aber Rich, ey. Und lass mich einen regeln auf der Jagd wie zum Millionen. Gib das Paramani, ist auf Jagd, der zu meinen Träumen. Hier zur Seite, ja, dann mach Platz, weil ich ball Applaus. Und die Karten, nein, und nicht zur Seite, ja, lach um mein Thron, pow. Alle, schau mal, da wird noch nicht mehr. Macht doch nix. Auf jeden Fall habe ich dich gut eingependelt jetzt erstmal. Bei der zweiten Spruchfrage würde ich das mitsingen und dann würde ich da Autotune reinmachen. So. Also normal lassen Scheine regnen auf der Jagd zu Millionen und dann lassen Scheine regnen auf der Jagd zu Millionen und dann geht es so mehr an die Dinge und dann würde ich noch so Adlibs reinmachen, weißt du? Ja. Dann am Ende so Skrit, Skrit, also irgendwie sowas, weißt du, das habe ich da eingebaut. Ja.
Das werden jetzt viele Spuren, ne? Bei mir ist es immer so. Wenn es 300 Spuren werden. Okay. Und die Adlibs kommen danach, gell? Kicke dir jetzt, mach den Chef immer noch wie zum Business. Mach den nochmal, der war scheiße. Okay, leg los. Willst du alles Musik einfach? Ja. Ja. Und Daniel, du haust immer mal neue Nebel rein. Immer mal, ja? Kicke dir jetzt, mach dich einfach mal, ob ich zum Business jetzt bringe. Bin und ich kann das Bild, das geht rum. Dann würde ich sagen, noch ein Beat aussuchen. Ihr sucht noch ein Beat aus. Ja. Und wir packen zusammen. Also erstmal Respekt, dass du dich traust, das auch zu machen. Richtig cool. Naja, es gibt viele Leute, die trauen sich das dann nicht. Oder auch so, also du bist 16 Jahre alt. Wenn dann jemand zu dir sagt, so, ey, leg mal los zu rappen, dann viel, ah nee, jetzt doch nicht. Was sagst du fein überhaupt so zu heute? War so, der Tag gut? Allah war Baba-Tag. Ja. Komm mal wiederholen, Jungs, mehrmals zu uns, sag ich so. Hast dich geflasht. Ja, Mann. Das wird krass. Der Produzent war auch in Ordnung. So. Ja, ich hoffe, die Beats haben geschmeckt. Auf jeden Fall hat sich sehr gut angestellt, war sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Er war sehr professionell. Wusste, was er wollte. Wie er die Parts aufnehmen wollte, hat auch selbst gemerkt, wenn er sich irgendwie mal verhaspelt hat oder so. Oder wenn irgendwas nicht klar genug oder deutsch genug ausgesprochen wurde. Von daher. Gerne wieder und ich denke mal, es wird nicht das letzte Ding sein. Dani Korn, was sagst du zu dem Drehtag heute? Ich bin so happy, dass ich den Feim auf der Straße in Hanau kennengelernt habe. Feim, du bretterst nach vorne. Es geht nur noch aufwärts. Oh, Feim, hörst du uns? Nur Komplimente. Hat Spaß gemacht, Mann. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Machen wir. Schön üben, Daniel. Step by step. Wir können dir ein bisschen helfen, aber wir sind weder professionelle Filmemacher noch sind wir Talentmanager oder machen Marketing oder so, weißt du? Ich meine, wir wollen Jugendlichen die Plattform geben, sich auszudrücken, und wenn du hast Bock auf Musik, also wollen wir es supporten, weißt du? Da können wir dir helfen.